Hallihallo Leute, Meerjungfrau Selfie hier und heute mal mit einem etwas anderen Video. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was letztens passiert ist. Ich bin im Supermarkt unterwegs gewesen, wollte eigentlich nur ein paar Einkäufe tätigen und dann ist mir das ins Gesicht gehüpft. Das erste, was so passiert ist, mir ist irgendwie ganz heiß geworden und auch ehrlich gesagt so ein bisschen schlecht. Dieses Teil ist eine Meerjungfrauenflosse für ursprünglich mal 24 Euro und wurde hier für 16 Euro angeboten. Was ein Schnäppchen, nicht wahr? Das habe ich mir in dem Moment auch gedacht und habe einfach mal 16 Euro in die Mülltonne geschmissen. Für Testzwecke, versteht sich. Um welche Marke es sich bei dieser Flosse hier handelt, ist völlig egal, denn alle Flossen, die in dieser Preisklasse liegen, da könnt ihr von ausgehen, dass sie Schrott sind. Deshalb werde ich auch im Laufe des Videos den Markennamen nicht nennen, sondern diese Flosse auch nur als diese Flosse bezeichnen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist hier ein Video, das damals in der Meerjungfrauen-Community die Runde gemacht hat. In diesem Video möchte ein kleines Mädchen ein Salto mit solch einer Billigflosse machen, rutscht aus den Schlaufen heraus, schafft es nicht mehr nach oben und hätte die Mutter nicht rechtzeitig reagiert, dann wäre das übel für das kleine Mädchen ausgegangen. So, und bevor irgendein Heinz jetzt ankommt und meint, ich als erwachsene Frau könne diese Flosse nicht testen aus Größen- oder gewichtstechnischen Gründen, dem habe ich jetzt mal was zusammengerechnet. Links mit Belegen in der Videobeschreibung. Laut der Beschreibung dieser Flosse ist sie von Schuhgröße 31 bis 37 trag- und nutzbar. Das heißt, ich musste erstmal gucken, bis wann Kinder Schuhgröße 37 im Mittel erreicht haben. Und ich habe dabei herausgefunden, dass das Mittel bei ca. 14 Jahren liegt. Das heißt, jetzt muss ich herausfinden, wie groß und schwer Kinder im Alter von 14 Jahren im Mittel werden können. Jetzt habe ich zwei Größen herausgefunden bei 14-Jährigen. Und zwar wären das einmal 1,70 Meter und 1,64 Meter. Das Durchschnittsgewicht bei 14-Jährigen bei einer Körpergröße von 1,70 Meter beträgt 61 Kilogramm. Und bei den 14-Jährigen mit einer Durchschnittsgröße von 1,64 Meter 58 Kilogramm. So, wenn wir das Ganze jetzt auf mich übertragen. Ich bin eine erwachsene Frau mit einer Körpergröße von 1,67 Meter und einem Körpergewicht von 54 Kilogramm. Das heißt, laut meinen Berechnungen müsste diese Flosse mich locker aushalten können, beziehungsweise meinem Gewicht standhalten können. Und das heißt, ich bin in der Lage dazu, diese Flosse ordnungsgemäß testen zu können. Meine Schuhgröße beträgt Schuhgröße 38, das heißt, meine Füße wären eigentlich eine Größe zu groß für diese Flosse. Und ja, die Flosse ist mir auch zu eng, allerdings sollte ich trotzdem in der Lage sein, sie zu testen. Das Einzige, wo ich jetzt keine wirkliche Aussage zu treffen kann, ist hierbei der Komfort. Aber das macht nichts, denn die liebe Mermaid Ariasuna hat sich bereit erklärt, mit mir diese Flosse zu testen. Sie hat eine Schuhgröße von 36 bis 37, das heißt, sie müsste perfekt in diese Flosse reinpassen und auch eine Aussage über den Komfort geben können. So, die ersten Infos sind nun geklärt. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. So, hier erstmal die Flosse in einer Totalansicht sozusagen. Rechts daneben habe ich zum Größenvergleich mal eine Mahina Mono Flosse hingelegt. Man sieht, die Flosse an sich ist wirklich sehr klein. Auch im Vergleich mit meiner Hand erscheint sie sehr klein. Die Form an sich finde ich eigentlich ganz schön. Sie hat eine recht meerjungfraumäßige Form. Die Fußtaschen sind ausgekleidet mit einer Art Schaumstoff, den man auch rausnehmen kann. Der Schaumstoff wird bei Nichtbenutzung in die Fußtaschen hineingelegt, sodass die Form erhalten bleibt und diese nicht einsinken. Das Gummi, aus dem die Fußtaschen bestehen, ist sehr dünn und naja, ich bin jetzt kein Experte, aber es erschien mir recht billig. Also von optimalem Halt kann man, denke ich, nicht ausgehen. Das Fersenband. Ja, ich weiß schon gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur super komisch, wie das benutzt wird. Die Füße werden laut der Anleitung hier hindurch gesteckt. Dann werden die Füße in die Fußtaschen gesteckt und die Ferse hier hinten werden dann gegen das Fersenband gedrückt sozusagen.
Das Fersenband lässt sich größer und kleiner stellen hier an der Seite. Ich fand es unheimlich schwer. Ich musste mir teilweise eine Zange und auch einen Stift zur Hilfe nehmen, um das einstellen zu können. Also wirklich nicht unbedingt benutzerfreundlich. Das Gummi selbst ist sehr dünn. Ich hatte das Gefühl, wenn ich da auch nur ein bisschen zu kräftig ziehe, reißt es. Hier vorne kann man auch nochmal die Schuhgröße erkennen, von 31 bis 37. Mehr gibt es jetzt eigentlich auf den ersten Blick nicht zu sagen, deshalb drehen wir die Flosse einfach mal um. Das, was man auf den ersten Blick erkennt, ist das Gummi auch auf der Rückseite zu sehen. Hier ist das Gummi auch schon ein bisschen spröde, obwohl ich die Flosse noch nicht einmal im Wasser benutzt hatte. An den Seiten löst sich hier auch schon das Gummi von dem Plastik ab. Dabei habe ich die Flosse noch nicht einmal benutzt. Das Flossenblatt an sich ist recht dünn. Ich glaube, es besteht aus einer Art Plastik und das bemerkt man auch bei der Biegsamkeit, denn die ist so gut wie gar nicht vorhanden. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine steife Flosse in der Hand gehabt. Hier kann man nochmal erkennen, dass das Flossenblatt auch recht durchsichtig ist. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, wie zieht man sich jetzt diese Monoflosse an? Diese Frage haben wir uns auch gestellt und nach einem fixen Blick in die Anleitung haben wir herausgefunden, dass man die Füße durch dieses Gummiteil hier stecken sollte, dann in die Fußtaschen stecken soll und die Ferse hinten ans Fersenband drücken soll. Naja, was soll ich sagen? Uns beiden und Mehmet Ariasuna hat die perfekte Schuhgröße, hat es nicht gepasst. Also es war viel zu eng. Und wie wir bereits am Anfang ausgerechnet haben, sollte diese Flosse unserem Gewicht locker standhalten können. Eine Monoflosse sollte keinen Unterschied zwischen kräftigeren oder auch nicht so kräftigen Personen machen. Ob die Monoflosse passend ist oder nicht, sollte einzig und allein von der Schuhgröße abhängen. Also dieses Kriterium fällt bei dieser Monoflosse gediegen ins Wasser. Zumal die Flosse Mehmet Ariasuna vorne zu locker war und hinten zu eng und bei mir war es genau andersrum, also irgendwas stimmt da nicht. Zum Schwimmverhalten kann ich eigentlich nur sagen, dass es gar nicht so schlecht ist, wie ich zu anfangs angenommen hatte. Der Vorantrieb ist ganz gut, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die richtige Technik benutzt, kommt man doch ganz gut voran. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Flossenblatt recht steif ist. Die Flosse hat einen nur sehr minimalen Auftrieb, aber ich finde, Tricks sind trotzdem ganz gut machbar, wie zum Beispiel das Drehen in der Waagerechten. Schrauben sind eigentlich auch ganz gut machbar, das liegt vermutlich auch daran, dass die Flosse sehr eng anliegt bei mir und auch, dass sie sehr klein ist und dann wenig Widerstand gibt. Als ich mir das Rohmaterial für dieses Video nochmal angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, die Flosse schwingt doch eigentlich ganz okay mit beim Schwimmen. Allerdings muss man hier nochmal beachten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um billiges Plastik handelt. Deshalb hat es mich eigentlich gewundert, dass die Flosse nicht irgendwie eingerissen ist oder allgemein kaputt gegangen ist während dem Schwimmen. Sagen wir es mal so. Die Amazon-Rezensionen von solchen Flossen sprechen Bände. Zum Abschluss kann ich nur sagen, ich persönlich würde diese Flosse absolut nicht weiterempfehlen. Es sind viel zu viele Dinge an dieser Flosse dran, die ich als negativ bewerten würde, als positiv. Als positiv bewerte ich persönlich das Aussehen, den Vorantrieb und auch die Tatsache, dass man Tricks mit der Monoflosse machen kann. Und als negativ bewerte ich den Halt, der in meinen Augen fast gar nicht vorhanden ist. Auch bei Mehmet Ariasuna ist das der Fall, obwohl sie eigentlich die perfekte Schuhgröße haben sollte. Dadurch ist der Halt fast gar nicht vorhanden. Den Komfort, der auch kaum vorhanden ist. Die Monoflosse ist mal vorne zu eng, mal hinten zu eng und mal andersrum. Also, ja. Die Haltbarkeit, die in meinen Augen allerunterstes Niveau ist. Das Gummi wird spröde, noch bevor ich die Flosse im Wasser benutzt habe. Das Gummi löst sich teilweise auch von dem Plastik ab, also noch bevor ich überhaupt irgendwas mit der Monoflosse gemacht habe. Die Sicherheit bewerte ich auch als negativ, also schon alleine vom qualitativen Standpunkt her der Materialien.
und die Benutzerfreundlichkeit. Ich musste eine Zange und einen Stift benutzen, um die Größe einstellen zu können von der Monoflosse. Also das sollte eigentlich nicht sein. Das Wichtigste beim Mermaiding ist vor allem die Sicherheit. Und die sollte als alleroberstes Kriterium stimmen. Ich weiß, dass diese getesteten bzw. gut getesteten und sicheren Monoflossen mehr Geld kosten. Aber Sicherheit ist das A und O. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem auch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die unter dem Video in die Kommentarbox schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!